Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Unser Di. Ne, Ankylodokus heißt er, nicht Diplodokus. Ja, fühlt sich hier relativ wohl in dem Gehege. Den haben wir beim letzten Mal freigelassen. Müssen wir auch noch umbenennen. Fällt mir gerade auf. Testkreuzung 01, also Testkreuzung 02. Das machen wir doch mal eben. Testkreuzung 002. Schön, dass man hier den Zaun die ganze Zeit sieht. Das ist aber ein schöner Dinosaurier. Mache ich sehr, sehr selten, weil, ja, weiß auch nicht. Ist so mit der uncoolste von den Hybriden. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, wer von diesen beiden. Also der hier ist auf jeden Fall cooler, oder? Aber es sind beides nicht so meine Favorites, weil der sieht mir ja schon echt zu abgespaced aus, der Stegoceratops. Und der Ankylodokus ist halt auch nicht so nice. Ich würde es halt cool finden, wenn er wirklich mit seiner Schwanzkeule, die er gerade im Berg da so ein bisschen versteckt. Wenn er damit wirklich zuschlagen könnte und sich auch gegen große Fleischfresser und sowas wehren könnte, kann er aber leider nicht. Ist sehr, sehr schade. Also er hat eine Waffe, aber die setzt er leider nicht ein. Aber das ist soweit unser Bereich, den wir hier für die Pflanzenfresser fertig haben. In der heutigen Folge werden wir uns endlich mit den Fleischfressern beschäftigen. Wir müssen natürlich noch einiges unterbringen hier. Wir müssen noch. Einen Moment. Wo haben wir sie denn? Da, wir müssen nämlich noch ein Velociraptor. Forschungsdingsgehege Komplex bauen, der so ein bisschen ja, größer ist, weil Velociraptor-Gen ist in allen Fleischfresser-Hybriden drin. Deswegen will ich auf jeden Fall, dass die Velociraptoren so ein bisschen besser erforscht werden hier in unserer Einrichtung. Dann brauchen wir natürlich noch einen Tyrannosaurus und natürlich den Indominus Rex und einen Indoraptor. Der hat zum Glück hier dann den Indominus Rex und den Velociraptor. Das heißt, der baut auf dem hier auf und natürlich den Velociraptor. Und dann brauchen wir noch einen Spinosaurus und ein Spinoraptor. Das sind noch einige Dinosaurier, die wir hier unterbringen müssen und wir haben nicht mehr allzu viel Platz. Also das wird ziemlich, ziemlich schwierig werden. Wir müssen echt platzsparend arbeiten. Wir brauchen auch noch ein großes Kraftwerk oder sowas. Das nimmt dann auch nochmal so viel Platz hier weg. Das heißt, hier vorne müssen wir echt gut wirtschaften, was den Platz angeht. Vielleicht müssen wir hier vorne auch nochmal so ein bisschen umbauen oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, weil hier habe ich den Platz halt wirklich so ein bisschen verschwendet. Vielleicht kann ich hier noch das ein oder andere Gebäude unterbringen und den Berg hier so ein bisschen abflachen und ändern und sowas. Weiß ich aber noch nicht sicher. Aber als allererstes machen wir jetzt mal hier diesen Bereich fertig. Das machen wir, indem wir hier das Ganze erstmal mit Stromkabeln versorgen. Wir haben ja hier schon überall so ein paar Umspannwerke installiert. Allerdings haben wir das noch nicht mit Stromkabeln verbunden. Ich versuche hier möglichst parallel und gerade zu arbeiten zu dem Weg und so. Das ist gar nicht so einfach. Was schreit denn da so laut? Ist das der Ankylodokus? Ich glaube schon. Ist ja mega krass. Gar nicht, dass er so laut brüllt. Das ist einigermaßen gerade, oder? Ich habe das hier echt gut gebaut mit dem Umspannwerk. Nicht schlecht. Ich glaube, das passt sogar ganz gut. Hier hätten wir doch auch noch irgendwo eins, oder nicht? Ah ne, hier vorne war das. Okay, das heißt, das hier muss auch nochmal möglichst gerade. Oh, hier haben wir sogar einen Einrastpunkt. Perfekt. Nach hier hin. Und jetzt am besten nochmal mittig zwischen diesen beiden. Eins platzieren. Das mache ich ungefähr. Also das muss ich jetzt nicht ganz genau machen. So denke ich, kommt das schon hin. Und dann sieht das doch schon relativ gut aus hier mit der Stromverbindung. Ich habe echt die Umspannwerke ziemlich gut gesetzt. Sieht sehr gleichmäßig aus. Und dann wird das am Ende hier irgendwo weiterführen. Vielleicht hier vorne so hin. Und dann können wir eigentlich das Kraftwerk. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir wirklich ein großes machen sollten, weil nimmt halt schon sehr viel Platz weg. Wir können ja auch mal die anderen angucken. Hier haben wir nochmal ein mittleres. Ist natürlich auch nicht viel besser, ne? Oder ein kleines. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, so ein Kraftwerk werde ich auch ungefähr hier in die Mitte machen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Raptor-Forschungsbereich irgendwo hierhin machen oder hierhin. Das weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, ich glätte jetzt hier erstmal ein bisschen und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt erstmal alles, was vorläufig war, der Weg hier zum Beispiel oder das Gewächshaus, habe ich erstmal alles entfernt, weil wir müssen natürlich jetzt hier den Platz frei halten und so ein bisschen. Übergeglättet habe ich auch das Ganze. Und jetzt würde ich sagen, wir packen jetzt hier erstmal ein Kraftwerk hin. Ich glaube, ich nehme wirklich das große Kraftwerk. Ihr seht schon, hier geht es dann wieder so ein bisschen in den Boden rein, weil das hier einfach etwas höher gelegen ist. Also hier geht es von hier nach hier geht es ganz leicht hoch. Das sieht man jetzt gerade gar nicht. Ich hätte halt alles auf einer Ebene machen sollen. Ich hätte nicht so viele Höhenunterschiede reinmachen sollen, weil das sind eh so minimale Höhenunterschiede, die man am Ende eh nicht sieht. Und die macht es mir einfach nur viel, viel schwieriger. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Fan von Höhenunterschieden, weil das den Park alles ein bisschen schöner aussehen lässt. Aber hier bei so wenig Platz
Hätte ich es einfach sein lassen sollen. Na gut, können wir jetzt nicht mehr ändern. Müssen wir jetzt mit arbeiten und mit leben. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Also daran wird der Park jetzt sicherlich nicht scheitern. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie ich das hier mache. Das einfach hier so hin platziere mal. Können es eigentlich einmal machen. Und dann testen wir mal, wie das Ganze aussieht. Kann hier natürlich auch nochmal ein bisschen überglätten, wobei ich das, glaube ich, hier gar nicht mehr machen muss. Hier hinter ist dann echt viel Platz verschenkt. Aber ich glaube, den könnte ich auch so gar nicht mehr nutzen. Das Kraftwerk ist jetzt fast fertig. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist oder was mich stört, ist, dass ich hier teilweise ein paar runde Formen verwendet habe. Weil ihr seht ja, in diesem Komplex habe ich so gut wie gar keine runde Form verwendet. Nur so an minimalen Stellen, zum Beispiel hier ist eine. Aber ansonsten habe ich eigentlich fast alles eckig gebaut. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch hier diesen Weg nicht ganz so schön. Und natürlich den Zaun hier, den müssen wir auch nochmal überarbeiten. Den will ich auch nicht so abgerundet haben. Den will ich auch eher eckiger gestalten später. Also müssen wir erstmal gucken, was wir hier noch so hinbauen. Hier hätte man natürlich auch überlegen können, ob wir hier das Kraftwerk hinmachen. Dann hätte man hier schon den Platz nutzen können. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Hier das Kraftwerk hin, aber eigentlich so mittig das Kraftwerk finde ich ganz cool. Vielleicht können wir auch noch das ein oder andere Gebäude machen, wo dann irgendwelche Forscher oder sowas arbeiten. Da gibt es ja noch einige, die wir hier machen könnten. Zum Beispiel das. Was ist denn hier noch? Ja, das Forschungszentrum. Ja, das ist doch passend. Sowas könnte man dann hier vielleicht nochmal hinmachen oder so. Aber da will ich mich eigentlich erstmal später drum kümmern. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich so die wichtigsten Dinge hier noch unterbringe, bevor ich hier so einen Schnickschnack noch mache. Aber das hier mache ich schon mal weg, damit ich weiß, dass ich das später nochmal überarbeiten will. Und ich würde sagen, wir verbinden jetzt mal ganz kurz das Kraftwerk hier und schauen dann mal, wie das Ganze aussieht. Ob ich damit zufrieden bin. Ich führe mal den Weg hier. Oh, das war schief. Den Weg hier mal einfach vorbei. Diese Richtung. Hätte vielleicht mal hier mal ein Zwischenstück machen sollen, weil das brauchen wir. Den zweiten Weg. So. Und auch hier machen wir nochmal so ein Stückchen, damit wir hier das Ganze auch weiterführen können. Also diese zwei breiten Wege sind natürlich immer ein bisschen kritisch, weil man dann ganz gerne mal dazu neigt, dass die Wege schief und sowas werden. Da muss man echt aufpassen. Aber das kann ja sogar wirklich an diesem Hauptweg sein, weil das Kraftwerk ist ja sozusagen der Mittelpunkt und versorgt alle Komplexe und so mit Strom. Zumindest so der Gedanke dahinter. Ja, so wäre schön, wenn wir das auf beiden Seiten hinkriegen. Oh ja. Ah, sehr schön. Das ist natürlich nice. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch Updates reinmachen. Am besten welche, die gut aussehen. Schauen wir doch mal hier durch. Ah, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Verbesserte Leistung. Oh, Leistung sieht nice aus, weil das so gelb ist. Das sieht cool aus. Das habe ich auch gestern im Livestream gebaut. Oh, die sehen alle gut aus. Ich glaube, ich mache das wie folgt, Freunde. Ich glaube, ich mache hier reduzierte Unterhaltskosten, reduzierte Unterhaltskosten. Und hier oben mache ich überall verbesserte Leistung rein. Dann sieht das so aus. Das finde ich doch ganz schön. Ja, das gefällt mir. Ja, mit der Raptor-Einrichtung, das wird wirklich sehr, sehr kritisch, weil ich will die eigentlich nicht zu klein bauen, aber ich habe halt echt nicht viel Platz. Ne? Ich muss halt so überlegen, zum Beispiel hier die Raptoren, dann muss ich hier oben in die Ecke zum Beispiel den Indominus Rex und den Tyrannosaurus irgendwie unterbringen in so einer kleinen Ecke. Dann brauche ich noch hier den Spinoraptor und den Indoraptor. Und den Spinosaurus natürlich. Oh, das wird echt kritisch, ne? Also Raptoren, Indominus Rex, Tyrannosaurus, Indoraptor, Spinoraptor und Spinosaurus. Das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall die Mauer ziehen und dann wird das alles sehr, sehr eng und knapp werden. Oh, das wird sehr, sehr schwierig mit dem Park. Ich wünschte, ich hätte hier noch so ein bisschen mehr Platz. Dann wird das auf jeden Fall besser hinkommen. Ich will jetzt aber auch zum Beispiel die Raptor-Facility nicht so klein bauen, weil ich die sehr, sehr wichtig und cool finde. Ich glaube, ich werde auch bei der Raptor-Facility so ein Entwicklungslabor machen. Ist natürlich auch nochmal ziemlich, ziemlich groß. Aber das werde ich dann einfach bei den anderen Dinosauriern weglassen. Ich denke mal, so werde ich es machen. Dass ich jetzt bei der Raptor-Facility oder Einrichtung mir so ein bisschen mehr Platz lasse und die ein bisschen ausgiebiger mache, weil ich die sehr wichtig finde und cool finde. Und dann die anderen halt so ein bisschen kleiner. Wobei das natürlich für so ein Indominus Rex ein kleines Gehege bauen auch nicht so smart ist. Aber wir schauen mal, wir kriegen das schon irgendwie alles hin, Leute. So, das ist jetzt unsere Grundlinie. Auf der werden wir jetzt das Raptor-Gehege bauen. Ich würde sagen, wir fangen hier an und versuchen jetzt ein
Achteck zu bauen. Mal gucken, ob wir das gleichmäßig hinkriegen. Ich werde hier auf jeden Fall mich wieder mit diesen Strichen orientieren. Also hier die hier. Also hier 1, 2, 3, 4. Ich denke mal, das wird so die Grundlänge sein. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie man die Schräge auch auf 4 hinkriegt im richtigen Winkel. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, wenn man hier 3 macht. Und in die andere Richtung auch 3. Das könnte funktionieren. Ich glaube, das habe ich auch schon mal so gemacht. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Jetzt gucken wir mal. Oh ja, das sind jetzt genau 4 Striche. Seht ihr das? Okay, das ist perfekt, Leute. Wir ziehen jetzt aber hier noch nicht den Mittelbalken, weil sonst die Einrastpunkte verloren gehen. Dann können wir nämlich nicht mehr rechtwinklig hier bauen. Ist immer ganz wichtig beim Zaunbauen, dass ihr erst alle wichtigen Zäune, die rechteckig sein müssen, setzt, bevor ihr dann eine Schräge macht, weil sobald ich jetzt hier zum Beispiel eine Schräge ziehe, ich kann es euch gleich einmal präsentieren oder zeigen, was ich damit meine. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Schräge ziehe, dann ist hier der Einrastpunkt verloren. Seht ihr das? Jetzt kann ich nicht mehr in diese Richtung gerade bauen. Deswegen muss das hier weg. Und jetzt ist der Einrastpunkt wieder da. Jetzt haben wir es auch gerade. Also das ist immer ganz wichtig. Ist jetzt gerade? Sieht der Anfang schon voll schief aus, ne? Wird schon passen. Ich habe ja eigentlich vom Eingangszaun das abgebaut. Also eigentlich sollte es gerade sein. So. Hier nochmal 3. Jetzt hier nochmal 4 und dann haben wir es schon. Dann haben wir die Grundform für unser Raptor hier gefertigt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz perfekt. Aber ich glaube, viel besser kriegt man das nicht hin. So. Das sieht doch super aus. Das ist doch schon mal eine sehr schöne Form. Ich glaube, ich hätte wirklich noch... Ich weiß nicht, ob ich noch weiter hätte rübergehen müssen. Ich will hier aber eigentlich auch noch in den Eingangs... Also einen Eingangsbereich bauen, in den Bereich hier. Ah, das ist alles sehr, sehr kritisch hier mit dem Kraftwerk. Ich glaube, das muss ich später noch ändern. Ich baue jetzt erstmal den Zaun zu Ende. Den will ich auf jeden Fall auch... Natürlich Elektro. Warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Bei den Raptoren mache ich auf jeden Fall einen Doppel-Elektro-Zaun. Definitiv. Ich würde auch gerne wie im Film diese Übergänge da oben machen und so, dass man die von oben beobachten kann, aber bei JWE ist das ja leider nicht möglich. Ich werde, glaube ich, den Doppelzaun diesmal auch etwas anders machen. Nämlich so. Dann ist der relativ nah dran, wie ihr hier seht. Also so werde ich das handhaben. Das ist ganz cool. Hier bin ich sogar am Überlegen. Also hier glaube ich, genau, auf diese Seite werdet ihr später mein Entwicklungslabor kommen und deswegen lasse ich die erstmal frei. So. Und dann mache ich einfach, glaube ich, so. Oh ja, das könnte cool sein. Ja, das sieht doch nice aus. Dann ist das Ganze auch noch so ein bisschen abgerundet und sieht dann auch wie ein besonderes Gehege aus. Hat eine sehr besondere Form. Klappt auch 1A hier. Nicht schlecht. Schön die roten Lampen überall am Blinken. Das gefällt mir. Sieht auf jeden Fall High Security mäßig aus. So soll es ja auch sein. Sehr schön. So, jetzt können wir hier vorne mal gucken, dass wir da noch das Entwicklungslabor hinkriegen. Das ist riesig. Also ich glaube, ich brauche wirklich locker so viel Abstand. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Werden wir gleich sehen. Dann werden hier sozusagen die Dinos ausgebrütet und hier sind dann die Raptoren drin. Und hier kann man reinfahren und ja, das passt dann. Ist halt echt vom Platz. Das ist, ich habe so einen Schiss, dass wir das nicht mehr so hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Es wäre echt ärgerlich, weil ich den Park bis jetzt ziemlich cool finde. Aber ja gut, müssen wir mal schauen, ne? Ich will natürlich hier vorne dann auch noch irgendwie so einen Eingangsbereich noch haben. Was ist denn hier vorne gemacht? Ja, ich habe das immer so gemacht, ne? Eigentlich will ich bis hier vorne oder so gehen. So in etwa. Ich könnte eigentlich hier schon... Ich will auch noch Türme hier hin machen, ne? Hm. Eigentlich soll das auch noch gut bewacht sein hier, das Ding. Mit den Raptoren. So in etwa. Und dann glaube ich nochmal hier unten ein. Genau gleich.
Genauso. Das wird schon ganz schön krass werden, ne? Das sieht schon heftig hier aus. Mit diesen ganzen Zäunen. Eieiei, okay. Und dann müssen wir hier irgendwie wirklich einen Eingang schaffen. Ich glaube, dafür hätte ich das hier gar nicht machen dürfen, ne? Ich hätte, glaube ich, hier dann den Weg mal abbauen oder abgehen lassen sollen. Nicht so ungefähr. Und jetzt können wir den Weg hier anconnecten. Genau. Und dann haben wir hier sozusagen unseren Eingangsbereich in den Fleischfresser-Forschungstrakt. Hier in dieser Ecke. Einmal so. Und einmal so. Dann runden wir das hier vorne ab. Und dann haben wir genau den gleichen Eingang hier vorne quasi. Vielleicht von der Länge hier nicht ganz gleich, oder? Ah, das passt aber. Dann machen wir hier nochmal ein Stück nach vorne. Und da kommt man dann in den Fleischfresserbereich. Okay, super. Als nächstes müssten wir hier die Wegfläche und sowas ausfüllen. Aber irgendwie habe ich mich dazu entschieden, hier das Entwicklungslabor wieder zu entfernen. Weil, ich weiß auch nicht, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Und es nimmt einfach unglaublich viel Platz weg. Und es ist, glaube ich, echt eine bessere Entscheidung, wenn ich es erstmal weglasse. Und das Ganze dann hier nur mit so einem kleinen, runden Gehege mache. Und dann später hier irgendwo anders das Entwicklungslabor mache. Weil ich glaube, hier vorne nimmt es einfach viel zu viel Platz weg. Wir brauchen dann aber natürlich hier vorne nochmal eine andere Lösung für das Doppeltor. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir das handhaben. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, so nah wie möglich natürlich hier ranzugehen. Das andere Tor. Schauen mal hier so entlang. Und dann können wir das hoffentlich einbauen. Genau, jetzt versuchen wir es mal wieder gerade hier zu machen. Hier gibt es leider irgendwie keinen richtigen Tipp, den ich euch geben kann, damit ihr so ein Doppeltor vernünftig platzieren könnt. Ihr könnt natürlich so machen, rein theoretisch. Muss man auf dieser Seite. Dann habt ihr ja so eine Markierung hier, diesen dickeren Pfosten. Aber das bringt euch nichts, weil sobald ihr das Tor auswählt, ist der Pfosten leider weg. Und dann könnt ihr es trotzdem nur so ein bisschen frei Schnauze bauen. Das halt dann so ein bisschen ausprobieren. Ich mach's dann immer so. Ja, natürlich hier nicht das Tool wegmachen. Setz dann hier die Mauern und dann gucke ich einmal von oben, ob es gerade ist. In dem Fall ist es jetzt relativ gerade. Es könnte noch ein bisschen besser sein, aber so ist es schon für mich zufriedenstellend. Deswegen lasse ich es so. Ansonsten würde ich jetzt das Tor entfernen und diese beiden Mauern und dann nochmal das Tor neu platzieren. Ich glaube, das mache ich auch. Das Zwischenstück da drin gefällt mir nämlich nicht so ganz. So, das sieht doch ziemlich cool aus von der Form. Jetzt haben wir auch hier das Doppeltor. Und jetzt können wir uns um die Wegfläche soweit kümmern. Das Wegebauen ist natürlich für euch zum Zuschauen nicht so spannend, weil das dauert immer sehr, sehr lange, weil ich sehr perfektionistisch dabei bin. Und deswegen schneide ich da wahrscheinlich den meisten Teil für euch raus, damit ihr nicht so lange warten müsst. Aber ihr seht ja schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ich werde hier noch die Fläche ausfüllen, werde dann mal gucken, dass ich hier hinten irgendwie den Weg lang führe noch. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir den Übergang machen. Aber das Gute ist, jetzt wo wir das Entwicklungslabor hier nicht mehr haben, seht ihr schon, haben wir hier hinten viel, viel mehr Platz. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall ein Gehege bauen. Und dann müssen wir hier noch irgendwie zwei Gehege bauen. So wäre es möglich eventuell, aber es wird trotzdem sehr schwierig vom Platz. Aber wir geben natürlich unser Bestes hier. Den Weg habe ich jetzt hier hinten so entlang geführt. Jetzt mache ich hier noch den Zaun weiter. Und dann haben wir hier die Ecke schon mal ganz gut hinbekommen. Ist natürlich hier ein bisschen schwierig, weil hier geht es nochmal ein bisschen bergauf. Dadurch sieht man das hier ganz, ganz schlecht, wie der Zaun gerade so liegt. Ich versuche natürlich so nah ranzugehen, wie es geht. Genau so ungefähr. Und dann mache ich nochmal bis hier. Und ich glaube, das reicht dann schon. Ich glaube, viel mehr werde ich hier nicht machen mit Zaun. Vielleicht können wir hier nochmal so einen kleinen Bogen reinmachen. So in der Art. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann haben wir hier hinter so den Weg entlang. Vielleicht können wir dann auch noch hier die Bäume lassen. Ganz ein bisschen abgeschirmt ist später. Da kommt man dann sozusagen zum Gehege. Und hier wird es weitergehen auf jeden Fall. In diese Richtung. Das ist schon mal gut. Ich will jetzt natürlich hier auch nicht zu viel Platz verschwenden.
Aber ich würde hier auch gerne noch einen Schutzbunker hinbauen. Und natürlich Strom. Stromversorgung brauchen wir auch noch. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein kleines Umspannwerk auf jeden Fall. Es wäre am besten, wenn das auf dieser Höhe irgendwo ist. Vielleicht können wir ja schon mal die Stromleitung einfach in diese Richtung nochmal ein bisschen verlegen. Oh, direkt mit einem Knick. Natürlich nicht so gut. Wir wollen ja versuchen, dass das möglichst gerade hier alles bleibt. Oh, das geht natürlich hier nicht gerade. So viel dazu. Wegen dem blöden Turm geht das nicht. Aber wir könnten so machen. Irgendwie hat mir das dann doch alles nicht ganz so gut gefallen. Und ich habe mich jetzt letztendlich dazu entschieden, einfach auf allen Seiten hier, auf allen Schrägen, so einen Turm einfach hinzumachen. Ich glaube, das könnte dann ziemlich, ziemlich cool aussehen. Einmal hier noch einen hin. Und hier einen hin. Da muss ich gleich nur gucken, dass ich das mit den Wegflächen gut hinbekomme. Und dann könnte es, glaube ich, echt nice sein. Bin mal sehr gespannt. Mit den Wegflächen ist immer sehr, sehr viel Arbeit. Ich weiß auch gar nicht, wie lang für euch die Folge werden wird, weil ich halt momentan sehr, sehr viel rausschneide. Aber mal schauen, falls sie mal nicht ganz so lang ist, ist es ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ordentlich geändert, habe jetzt die vier Türme gleichmäßig um das Gehege herum einmal positioniert und die Wegfläche hier auch einigermaßen gleichmäßig gestaltet. Ist natürlich hier ein bisschen breiter als hier, aber ich will natürlich auf dieser Seite auch nicht zu viel Platz verschenken, deswegen lasse ich das einfach so. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Muss jetzt noch einmal hier den Zaun drumherum ziehen und dann ist der Bereich schon mal fertig. Dann können wir schon das Gehege gestalten und unsere Raptoren ausbrüten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da reinmachen will. Ich glaube, ich werde da vier Raptoren reinmachen. Von wegen Blue, Echo, Delta, Charlie und sowas. Ne, die Standardnamen, ihr kennt sie. Die sich auch am häufigsten gewünscht werden, wenn ich Raptoren ausbrüte. Oh, hier wird es natürlich jetzt super, super eng. Oh, das passt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Geht natürlich jetzt hier so ein bisschen hoch. Aber das ist gar nicht so schlimm. Auch jetzt hier nochmal. Bis hier vorne. Das müssen wir nochmal eben ändern, den Einrastpunkt. Damit das gerade ist. So und so. Sieht irgendwie nicht ganz so gleichmäßig hier aus, ne? Ja, was habe ich denn hier gemacht? Sieht halt irgendwie komplett schief aus, wenn ich ehrlich bin. Also hier oben, diese ganze Ecke. Da muss ich nochmal kurz bei. Ganz gleichmäßig geht es hier oben leider nicht. Aber ich bin jetzt mehr als zufrieden damit. Also so ist das echt völlig in Ordnung. Wir sind auch schön nah an den Kartenrand gegangen. Das heißt, wir haben hier wirklich oben platzsparend gearbeitet. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool hier mit den vier Türmen. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist natürlich ein Sicherheitsschutzbunker. Aber den können wir natürlich auch noch hier hinten irgendwo hin wegmachen in der nächsten Folge. Und wir haben jetzt gar nicht so mega viel Platz verbraucht für das Raptorengehege. Ich bin damit echt zufrieden. Ich würde sagen, wir brüten jetzt auch direkt die Raptoren aus. Was hatte ich gesagt? Wie viele wollte ich haben? Vier Stück, ne? Wir müssen nochmal ganz kurz hier mal den Weg connecten. Können wir sogar schon so machen. Kann sogar jetzt so bleiben. Das brauchen wir gar nicht mehr provisorisch machen. Und ja, vier Raptoren in dieses kleine Gehege. Velociraptoren, der ganz unterste Dino. Auch die werden wir natürlich wieder ordentlich tunen von den Werten, weil wir wollen natürlich am Ende noch so einen schönen Kampf der Hybriden haben. Bei der Farbe was geändert? Nee, das ist sehr gut. Ich glaube, ich mache nämlich drei normale und einen mit einem Skin. Das ist dann sozusagen Blue. Aber ich weiß nicht, wie wir den nennen. Wir nennen ihn wahrscheinlich auch einfach Testobjekt, würde ich jetzt fast sagen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne Namensvorschläge reinschreiben. Ich habe der Besondere für die Raptoren. Der ist, glaube ich, ganz cool, der lebhafte. Den nehme ich mal. So, dann soll der mal ausbrüten. Die lassen wir dann hier gleich frei. In der Zeit können wir mal eben das Gehege so ein bisschen einrichten. Wir brauchen natürlich Wasser und Butter. Ist das hier Wasserhöhe eigentlich? Ich glaube ja, das ist sehr gut. Machen wir in die Mitte so einen Wasserbereich. Und Futter kommt dann an den Rand. Ich würde auch gerne Ziegen reinmachen, aber dafür müssten wir die Kämpfe anmachen, die Dinosaurierkämpfe. Könnten wir sogar eigentlich anmachen. Ich weiß gar nicht, ob die an sind. Müssen wir gleich noch überprüfen, ob die an sind. Weil das wäre sehr, sehr schlecht.
Dann würden gleich die. Obwohl, nee, die Velociraptoren würden ja gar nicht kämpfen gegen den Stegoceratops. Wir sind sehr viel zu klein. Würde sogar funktionieren. Dann können wir dann auch mal so einen Ziegenfutterspender reinmachen. Dann hätte ich die eigentlich hier unten und oben machen müssen, damit es gleichmäßig ist. Weil da beim Tor kann ich natürlich nichts platzieren. Mache ich das doch mal. Das hier weg. Machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Wasser hin. Nicht zu viel. Soll noch relativ rund bleiben. Und dann hier oben machen wir so einen normalen Futterspender hin. Auch versuchen, möglichst mittig. Muss jetzt auch nicht alles perfekt sein. Aber es soll natürlich einigermaßen gleichmäßig aussehen. So ist doch schon mal super. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Sandkasteneinstellung. Hier müssen auf jeden Fall Dinosaurier Kämpfe, Kampfhäufigkeit auf normal. Die Raptoren dürfen ja eigentlich nicht gegeneinander kämpfen. Ich hoffe später, die Dinosaurier werden auch keine Faxen machen, wenn ich das anmache. Aber das Problem ist halt, die Dinosaurier essen nur Ziegen, wenn auch diese Kämpfe an sind. Deshalb habe ich die jetzt angemacht. Und natürlich dekorieren wir das Ganze hier auch noch. Ich würde gerne hier so einen schönen Felsen in die Mitte packen. So, sehr schön. Und natürlich auch noch den ein oder anderen. Wollen wir hier überhaupt Bäume reinmachen? Das ist jetzt die Frage. Der eine Baum da im Wasser, den finde ich ganz cool. So, der kann bleiben. Ich lasse es einfach mal so. Dann kann man die Raptoren auch besser beobachten. Wenn das Ganze aber noch schön hier mit Pflanzen begrasen und bewalden, weil Raptoren, die mögen ja in den Filmen auch sehr gerne das hohe Gras. Deshalb machen wir es auch hier. Dann machen wir nochmal hier so ein bisschen sandig. Auch nicht zu sehr, nur ganz leicht. Ich mache es, glaube ich, eher so dunkel. Dann ist das Ganze schon fertig. Also viel mehr will ich hier gar nicht machen in dem Raptorengehege. So gefällt mir das schon. Dann schauen wir mal, wie weit die Raptoren sind. Die sind so gut wie fertig. Das ist super. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einen normalen gleich frei mit Standardskin. Und dann den hier. Die anderen lasse ich dann so frei. Und dann bringe ich die ins Gehege. Ihr könnt auf jeden Fall gerne Namensvorschläge für die Raptoren hier reinschreiben in die Kommentare. Raptoren sind schon cool, ne? Diese Geräusche. Hammer. Okay, lassen wir den nächsten frei. Da haben wir einmal lebhaftes Muster. Wundert mich ja, dass es bis heute kein Blueskin gibt, ne? Nicht mal mit einem DLC oder sowas. Die sind schon echt cool, die Raptoren. So, ich betäube die eben und bringe sie ins Gehege und dann sehen wir uns wieder. Und damit sind hier alle vier neuen Bewohner von unserer Raptoren-Facility gelandet. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, damit. Habe aber noch so ein paar Dinge geändert. Also ich habe hier nochmal so ein bisschen weniger Gras gemacht und mir ist von oben nochmal aufgefallen, dass das Ganze nicht so richtig gerade ist. Also hier oben ist es klar, dass es nicht ganz perfekt ist, aber damit bin ich schon zufrieden. Aber wenn ihr mal schaut, hier links geht das noch so ein bisschen auseinander. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch anpassen, dass das hier auch vernünftig und gerade ist, weil wir haben ja sehr, sehr viel auf Symmetrie und sowas geachtet. Deswegen sollte das natürlich hier in diesem Bereich genauso sein. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall noch korrigieren. Aber ich finde so schon den Grundaufbau davon ziemlich, ziemlich cool und ich hoffe, er gefällt euch genauso wie mir. Wenn ja, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.